und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, ich dachte mir, ich gucke mir mal zusammen mit euch, beziehungsweise eher so, ich halte das mal fest, während ich mir das angucke, ein paar meiner alten Bilder an, beziehungsweise ich habe hier so mehrere Mappen. Ich weiß gar nicht, ob in allem was drin ist. So eine, ich glaube, die ist verkehrt rum. So, tada. Und so eine mit einem Pferd. Ich mochte die Pferde besonders gern. Ich weiß nicht, warum ich so eine Mappe mit einem Pferd habe. Vielleicht war es die einzig einigermaßen schöne, die es da gab. Scheint auch relativ dünn zu sein. Ich weiß nicht, was hier drin ist. Oh, hier sind Zettel. Zettel! Gemalte Zettel. Sehr schön. So, Kreide. Wachsmal. Blätter abgepauscht. Dings. Wahrscheinlich drunter gelegt und so drüber gemalt. Oder so, ich weiß es nicht. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Kreative Kunst. 1 plus. Da ist ein Fisch. Ich glaube, das Thema war irgendwie Fisch unter Wasserwelt oder so. Und es ist alles so aufgeklebt. Ich weiß nicht, ob man das sieht. So, hier, es geht ein bisschen ab, so aufgeklebt. Aha. Ich habe auch nirgendwo irgendwie Datum draufgeschrieben. Keine Ahnung, von wann das ist. Schule, Grundschule, Kindergarten. Das ist eigentlich ganz cool. Die Idee ist cool, finde ich, mit den verschiedenen Farben und dann das Schwarz davor und so. Das kann auch sein, dass manche Sachen davon aus so einem Malkurs sind, wo ich mal war als Kind. Ja, das hier finde ich eigentlich ganz schön. Hier unten ist so ein kleines Männchen. Und irgendwie, ich weiß nicht, was das alles sein soll. Wahrscheinlich habe ich aus Versehen auf den Boden gemalt und dann gedacht, so, okay, ich male den jetzt an. Ich glaube, hier sitzen auch Vögel drin. Da. Ich glaube, das ist auch ein Vogel, der da so drin sitzt. Und hier. Das ist eigentlich ganz cool. Ich schmeiße auf jeden Fall nichts davon weg. Ich finde das lustig so als Erinnerung. Dann ist hier noch so ein großes. Huch, ich glaube, das sind mehrere. Eine Sonnenblume. Wow. Ich jetzt nicht so besonders special. Hahn und Küken und Hühner und das ist eigentlich ganz süß. Hier unten die kleinen Küken. Und ich finde den Hahn eigentlich ganz cool, aber den habe ich bestimmt irgendwo von abgezeichnet. Und das Huhn eventuell auch. Ich kann sowas nicht. Oder vielleicht konnte ich das damals. Vielleicht war ich damals noch besser. Oh, hier steht mein Name drauf. Das habe ich mit 11 gemalt. PC, Playing and Swimming habe ich anscheinend damals gern gemacht. Wahrscheinlich Sims und Swimming. Ich schwimme eigentlich nicht gerne, aber wahrscheinlich war das in der Zeit, wo ich im Schwimmkurs war in der Schule mit 11. Kann hinkommen. My Blue Long Arm T-Shirt. Ich glaube, wir sollten Sachen aufschreiben, irgendwie, die wir gerne mögen oder so. Oder so ein bisschen Mindmap-mäßig. I don't know. Ja, das war alles, was hier drin war. Jetzt die zweite. Wenn es zu lang wird, mache ich einfach 2 Videos daraus. Ach, hier ist ein bisschen mehr drin in dem Pferdeding. Ein Baum mit einem Rahmen. Oder ein Fenster, das einen Baum zeigt. Beides möglich. 4.2.2008 steht da unten drauf. Hier ganz klein. Ich sehe nicht, ob ihr das seht. Ah. Und da sind so kleine Blümchen und so. Ich mochte das schon immer, Bäume zu malen. Ich weiß nicht warum. Ich konnte das zwar nie, aber ich fand das irgendwie immer toll. Ich habe immer gern Bäume gemalt. Was ist das hier? Oh, da kam irgendwie Sims 3 raus und ich habe Ashley Tisdale gehört und bin nicht fertig geworden. Loni Live. Ich habe damals Sims-Videos gemacht. Mit Sims 2 aber und unter dem Name Ilona01 auf mein Video. Gibt's aber nicht mehr, sind die meisten gesperrt worden, weil ich da Copyright-Musik drin hatte. Das fing damals so an, als mit dem Copyright. Und irgendwie ist Sims 3 halt anscheinend rausgekommen. Coole Objekte. Und ich habe gerne Ashley Tisdale gehört. Was ist das? Lol. Ich
hatte ja schon immer den Drang zu dramatischen Geschichten. Und dieses Mal gibt es die Geschichte der amoklaufenden Riesenhose. Und ich habe es nie angemalt, weil ich wahrscheinlich da zu der Zeit in die Phase gekommen bin, wo ich Angst davor hatte, Dinge anzumalen. Hier hinten steht mein Name drauf. Was ist das hier unten? Kinder, das sollen... Oh, da sind ja Leute, die schreiend wegrennen. Und da sind Autos. Und da sind schreiende Leute in dem Haus. Hier oben, irgendwo, da. Da. Lol. Und irgendwie der Mond, mit Mondkratern. Das finde ich cool. Hier ist auch irgendwas nicht fertig geworden. Matte vielleicht. Ich glaube, ich wusste nicht mehr, welche Farben ich noch benutzen soll oder so. Das ist eigentlich ganz cool, das ist auch mit so Wachsmal, glaube ich, angemalt. Da sollten wir so, haben wir so Linien gemacht, so ganz viele, und dann haben wir die einzelnen Parts davon so ausgemalt. Und irgendwo hier hat was mit Augen, da. So ein bisschen, wie heißt der Typ nochmal, der also abstraktes Zeug gemacht hat. Mir fällt es gerade nicht ein, ich kenne mich Kunst nicht so aus. Okay, das ist auch interessant. Hier sollten wir anscheinend irgendwie so ein Bild, das Umfeld von dem Bild malen oder so. Das ist hier in Bremen, wo ich momentan wieder bin. Auf dem Marktplatz, glaube ich. Oder Rathausplatz, ich habe keine Ahnung. Irgendwo in Bremen. Ein Bär. Ich habe das geliebt, dieses das so Anspitzerzeug und dann so zu verwischen. Das fand ich total cool. Ich weiß nicht, ob das auch irgendwie unsere Aufgabe war, aber ich fand das immer cool. Kennst du das Land? Das ist auch lustig. So was wie die einzelnen Länder aussehen. Und ich finde, Deutschland sieht immer so ein bisschen aus wie dieser keksfressende Typ da von Sesamstraße. Ich weiß gerade seinen Namen nicht. Ja, das ist ein Rettungshelikopter. Welches Land auch immer das ist? Österreich. Österreich ist ein Rettungshelikopter. Spanien ist eine alte Dame mit einem französischen Hut, was sehr viel Sinn ergibt. Und Italien ist natürlich ein Schuh. Und die anderen Sachen habe ich nicht angemalt. Ich habe Tiere gemalt. Yay! Da unten ist so ein kleines Eichhörnchen. Spinne. Wow. Schildkröte. Ich finde das gar nicht so schlecht eigentlich. Respekt an mein Vergangenheits-Ich, dass ich sowas konnte. Oder zumindest so getan habe, als ob ich sowas kann. Oh ja. Hier von dem Hühnerbild von vorhin. Ich wusste, das war eine Vorlage und dass ich das nicht selber so gemacht habe. Das konnte ich mir nämlich nicht vorstellen. Und hier wird es auch alles erklärt, wie man das malt. Hier so über die Küken und wie man die Hühner malt, also das große Bild malt. Das erklärt, warum das so gut aussah. Das, ja. Oh, wir haben sogar, oder ich habe sogar so Vorversionen davon gemacht, so Skizzen. Ich war noch nie ein Mensch für Skizzen. Ich weiß nicht. Oh, und hier sind die Tiere von. Daher habe ich die Tiere gemalt. Hier wird das auch so einzeln erklärt. Das erklärt natürlich, warum das so gut aussieht. Anders, ja, hätte ich das nicht hinbekommen. Ist auch cool. Hier so ein Häuschen. Ich weiß nicht, ob ich das auch irgendwie da eine Vorlage für hatte oder ob ich mir das selber ausgedacht habe oder ob ich ein Sims-Haus gemalt habe. Aber das sieht auf jeden Fall cool aus. Finde ich. Also ich finde, das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich weiß wieder nicht, von wann das überhaupt ist, aber sieht ganz cool aus. Also hier unten steht mein Name, aber ich glaube, da steht kein Datum. Ich glaube, wir sollten irgendwie so ein Haus malen und haben auch Anweisungen bekommen, wie wir das machen sollen. Was auch immer das für ein Tier sein soll. Und warum hat das da so ein... Was ist das? Warum ist das hier gestreift? Und warum hat das Beine wie eine Spinne und so ein Schwanz? What is going on? Keine Ahnung. Sowas habe ich mir mal vorgestellt zu malen. Ich habe es mir mal so richtig schön vorgestellt. So eine Vase und dann so ein Blumenstrauß und irgendwie... Irgendwie finde ich sowas voll ästhetisch, keine Ahnung. Und am Ende sieht das immer so aus. Hässlich. Das war Teil 1 meiner Bilder aus der Kindheit, aus der Schule, aus dem Malkurs, was auch immer. Bilder, die ich gemalt habe, als ich jünger war. Ja, es wird dazu noch einen zweiten Teil geben, weil das doch ganz schön viele Bilder waren. Und ja, bis zum nächsten Mal. Peace.
Ja, meine Haare sind immer noch nass. Es ist immer noch der gleiche Tag und ich mache das Video jetzt direkt danach. Aber ich habe mich umgezogen. Ich gucke mir mal zusammen mit euch an, was da drin ist. Und ich habe es selber noch nicht aufgemacht. Okay, hier sind Geschichten drin. Ich wusste, dass hier nichts Gemaltes drin ist. Aber das wollte ich mir eigentlich nicht mit euch angucken. Das ist Schreibzeug. Ich wollte mir Bilder aus meiner Schulzeit mit euch angucken. Obwohl ich die... Die finde ich voll süß. So die Mappe. Ich habe Bilder von Freunden geklaut. Das war mein Hobby als Kind.